Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Centurion. Aha. Ja, diese Dinge, was man kostenlos wie kam, wenn man, also in dieser Special-Variante auch noch, mit diesem schicken Camo-Gerät im leichten Valkyren-Style und 30% Zwiebel-Bonus, wenn ich mich gerade nicht komplett irre. Den gab es gratis, wenn man sich entweder ein Faunus-Paket gekauft hat, wo ja Mac-Credits drin sind, oder aber wenn man sich vorher schon mal jemand Mac-Credits gekauft hat. Ihr dürftet das ja eigentlich alle mitgekriegt haben, dass es jetzt mal so diese Möglichkeit gab. Und, oh hier... Der Ding hat 3 Missile-Slots und 3 Ballistic-Slots. Man hat sehr viel hin und her überlegt. Was könnte man einbauen? Es kommt mit einer AC-20 daher und mit einem LM-10er. AC-20 in einem Centurion ist natürlich geil. Fetten Bums im rechten Arm, etwas feines, hartes, ballistisches. Und den linken Arm kann man ja immer so schön als Schildarm verwenden. Das sieht man jetzt nicht. Aber ein bisschen sieht man auf dem linken Arm das Schildchen sitzen. Nachher, MacLab, wenn ich euch den Bildchen nochmal konkret zeige, werdet ihr es auch nochmal sehen, das Schildchen. Und ja, ich habe mir jetzt aber überlegt, ich mache mal das Beste draus. Ich nehme 3 Schaufelschmissal 6er mit Artemis zum Knacken der Panzerung des Gegners. 3 SM6er sind das schon ziemlich fies. Mit Artemis treffen sie in einer weniger gestreuten Fläche auf den Gegner auf und das ist dann schon mal ein ziemlich großer Vorteil. Und die Machine Guns sind A, einmal als Nährfaktor da und B, wenn der Gegner denn irgendwann keine Panzerung mehr hat, an irgendeiner der Stellen seines Mechs, kann man mit den Machine Guns halt richtig schön die Teile auseinanderschrauben, weil eine Machine Gun eine erhöhte Crit Chance hat. Und selbst 3 Machine Guns machen da schon ordentlich was aus. Auch wenn das jetzt hier nicht direkt was ist. Nee, ist clear, ist wonderful. Mal im Abwarten, dass hier noch was langkommt. Ein Timber ist mit am Start. Ein kleiner Kid Fox. Dann kommt noch ein Centurion. Aha, ist schön, schön, schön. Da sammeln wir uns hier mal ein bisschen. Von der rechten Seite wird mit Long Range ein bisschen gearbeitet. Also die funzeln sich so ein bisschen hin und her mit dem Gegner, ist auch vollkommen okay. Warten wir hier mal ein kleines bisschen ab. Die Geschwindigkeit ist auch direkt vollkommen in Ordnung. Will mir jetzt halt ein Bild machen mit einer richtig dicken Ballistik, halt wie gesagt AC-20 oder sowas oder selbst die LB-10XAC, also mit der Pumpgun, muss man sich eine XL-Engine in den Mac einbauen, wenn man denn noch ein paar Missile-Geräte mitnehmen möchte. Und das ist halt, glaube ich, nicht so ganz im Sinne von einem Centurion-Fahrer, weil Centurions ihre Seitentorse gerne mal verlieren, aber der Center-Torse, der bleibt wirklich lange am Leben. Und gerade das macht, finde ich, einen Centurion auch aus, und die Dinger kann man meiner Meinung nach nicht mit XL-Engine fahren. Ich habe schon so oft mit dem Centurion Matches überlebt und und lief da als quasi Zombie rum. Ich konnte mich dann immer darauf verlassen, ich hatte im Center-Torse 1 bis 2 Medium-Laser sitzen. Ui! Hit and run. Yeah! Dick Direwell ist jetzt auch dabei mit Large Lasers und Daka und all so ein schönes Zeug. Ah, komme ich dazwischen eben so nochmal mit meinen SRMs. Ach, hier, alle jetzt ruf. Wuhu! Alter, da klingelt's in der Kerze. Mal ein bisschen abgestaubt. Wobei ich ihn auch mit vorbereitet habe. Aber hier, ne, der Gierix, der hat jetzt einfach gewonnen. Ich habe mich am ersten hier so reingedrückt und vorgedrängelt. Oh, jetzt stehe ich aber schön an der Front. Das wäre eigentlich so der Platz für unseren Dire. Na, oh, sie pushen. Ey, Triple Atlas Push oder was? Alter. Respekt an die lieben Herren Gegner. Aber den hole ich mir jetzt. Ich will noch einen Kill. Ich will noch einen Atlas Kill. Oh, der Feind ist von hinten, aber ich war auch gerade böse am Start. Ha, mit LRMs. Das ist nicht gut für mich. Ich muss raus aus der LRM-Zone. Ah, wo ist die Sau? Ach da, die Stormcrow. Ich muss jetzt runterspringen. Mach's gut, Geronimo, Alter. Whee! Ich dachte jetzt echt, der würde zwischendurch vielleicht mal das Ziel wechseln mit seiner LRM. Da habe ich aber nochmal hart Glück gehabt. CT, vorne und hinten offen, Alter. Und knibbelrot, oh, das kann nicht gut gehen. Das als Nahkämpfer mit den SRMs und den Medium und den Short-Range-Missiles, mit den SRMs und den Machine Guns. Ich habe mich ein bisschen zu sehr, glaube ich, gierig in den Vordergrund gedrängt. Und das ist jetzt, ich muss einfach die Rechnung dafür tragen. Zu viel Gier. Oh, da ist auch ein Centurion und Klatsch.
Auf jeden Fall kriege ich hier den Assist noch mit. Ah, not me, not me, not me! Ich lebe noch. Hinterm fetten Direwolf versteckt. Der Summoner da unten. Er ist ja noch erschreckend gut erhalten. Shit, nicht getroffen mit meinen SRMs. Ich würde echt gerne den Assist absahen. Oh, ich laufe ja schon rum, Digga. Er lebt immer noch, der Summoner. Und er wird abgelenkt von den Dicken. Ich droppe jetzt einfach mal hier runter. Wow. Lauf, 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 lauf! Schieß auf den Dicken, auf den Dicken, auf den Dicken! Not me, not me, not me! Frame Drops, schlechter Zeitpunkt für Frame Drops. Wusch! Shit, ich dachte jetzt echt, da läuft wohl eine Kurve. Nein! Oh, wie gemein! Ja gut, aber der hat sich das Ziel so rausgepickt und ist mal einfach ordentlich krachen lassen. Ja, scheiße, ey. Aber hier kann man mal sehen, Damage fast 500 und ich musste mich jetzt sehr schnell sehr passiv verhalten. Das ist mit diesem Mech aber dann halt schon ein ziemlich guter Wert dafür, dass ich halt nicht die ganze Zeit richtig hart mitarbeiten konnte. Von daher schon sehr geil. Der Bild, der läuft auf jeden Fall. Ich sag mal schon mal fettes Dank fürs Zugucken. Gleich geht's ins Mech-Lab, wo ich euch den Bild nochmal zeige. Ansonsten Smurf-Link in der Videobeschreibung, Double-Link zu Razer.coms, der Link zum Forum, zu Twitch, zu Facebook, rababababa, bla 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 bla. Ganze Schuhe halt. So, schon schön was mit abgegrast. Ein Kill, 7 Assists, wie gesagt, fast 500 Damage. Component Destruction 6 Mal, also das ist schon wirklich sehr gut gelaufen. Das kann auch noch besser laufen, wenn man nicht so ganz gierig ist wie ich. Ich muss mich aber auch erstmal langsam wieder einspielen. Ich war ja ein bisschen gar nicht da. So, und jetzt aber soweit besten Dank fürs Zugucken oder bis gleich im MacLab. Whee! So, und da haben wir auch dieses wunderschöne Stück Technologie. Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden damit, was sie aus dem rechten Arm gemacht haben, aber ansonsten, oder auch aus den Short-Range-Missiles. Waffenklappen wären so viel cooler gewesen. Aber hey, insgesamt ist das Design einfach von diesem Teil sehr cool geworden, wenn man sich die Camo so anschaut. Es ist dieser lilane Glitzereffekt drauf vom Arrow, was ich persönlich tatsächlich ganz cool finde. Das gibt den halt wirklich so einen metallischen Look und also das Ganze wirkt ein bisschen in neuer, frischer, wie auch immer. Hier der Armschild ist vom Design her ein bisschen anders und gülden gehalten und steht Verdandi drauf. Das ist hier von irgendwelchen Kriegsgöttinnen oder sowas. Dieses Zeichen am linken Oberschenkel, diese drei Dreiecke, das hat prinzipiell eigentlich mehr was mit Valkyren zu tun. Und hier sieht man aus, Kriegsgöttin, Engel, Valkyrin, was auch immer. Also schon schön gemachte Dinge und ansonsten halt einfach, ja, ein Centurion wie er Leib und ich finde die Dinger vom Design ja sowieso ganz cool mit dem Schildarm und so. Man spielt sie halt wie ein Centurion und hier sieht man Firepower 50,7. Er rennt hier zusammen mit den Shortrange Missiles und den Machine Guns. Die Machine Guns haben ja immer einen etwas höheren Wert, als es theoretisch pro Kugel ist, aber das wird wahrscheinlich dann so pro Sekunde genommen oder so. Hitzeeffizienz kann sich locker mehr als sehen lassen. Und hier haben wir das Ding mit seinen 82,6 km/h. Das Ganze Onyx Elendin, Standard 255er und da, wo es geht, so schön Munition reingepackt und einfach alles wunderbar verteilt, finde ich. Die Panzerung ist immer noch ganz adäquat für den Mech. Ach ne, scheiße, ich sehe gerade, dass ich noch was verteilen könnte. Junge, das ist mir vorher ja nicht aufgefallen. Vom Platz her könnte ich auch nochmal eben fast, glaube ich, auf Faire Fibrous Armor gehen. Oder nicht? Ne, ich glaube, vielleicht, ja, nein, doch nicht. Muss ich nochmal gucken. Da muss ich aber nochmal eben irgendwie dran rumschrauben. Die Seitentorsi, die könnten noch etwas mehr vertragen. Aber Hauptsache erstmal die Arme sind voll, weil die vorerst den meisten Schaden abfangen in der Regel. Ja, und mit dem Bild, ich hab's ja gesagt, mit den Short-Range-Missiles schön knacken nach Möglichkeit. Unten im Krater, gerade wo ich auch draufgegangen bin, ist es natürlich ziemlich warm für ein Triple-Short-Range-Missile-Bild, wo man keine zusätzlichen Heatsinks verbaut hat. Aber ansonsten läuft er eigentlich doch schon wirklich sehr angenehm kühl. Und die Machine Guns, die fordern ihren Tribut, wenn man schön kritische Treffer arbeiten kann. Ja, Leute, besten Dank fürs Zugucken. Ich werde das mal zusehen, dass das Ganze wieder ein bisschen professioneller hier läuft und so. Die harten Tage sind vorbei und jetzt geht das wieder ab. Besten Dank fürs Zugucken. Haut weg. Das nächste Video kommt denn am Samstag mit dem Diggity-Dicken Atlas S. Haut weg.